Hallo, ich bin Verena. Schön, dass du da bist. Heute gibt es ein Power Yoga Workout für Bauch, Beine und Po. Es wird also eine sehr kraftvolle, sehr intensive Yoga Klasse, die sich eher an fortgeschrittene Yogis oder die Mittelstufe richtet. Keine Sorge, wir powern heute nicht komplett durch, die 100 Minuten, sondern fangen ganz gemütlich an mit einer Meditation, einem kleinen Warm-Up und am Ende der Stunde lassen wir uns auch reichlich Zeit, für ausgleichende Dehnübungen und natürlich unserem Shavasana. Wenn du möchtest, leg dir gerne Decke bereit, um am Anfang bei der Meditation ein bisschen aufrechter zu sitzen und dich am Ende zuzudecken im Shavasana. Und ja, dann würde ich sagen, wir legen direkt los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Finde in einen bequemen Schneidersitz. Gern etwas erhöht auf einem Yoga-Klotz oder den Rand einer Decke. Dann leg die Hände entspannt auf den Oberschenkeln ab. Atme tief ein, roll die Schultern über vorn nach oben zu den Ohren. Mit der Ausatmung über hinten wieder nach unten. Lass los. Nochmal so tief ein, roll die Schultern über vorn nach oben. Und mit der Ausatmung über hinten wieder nach unten. Herz ganz erhaben. Sehr schön. Dann dreh die Handflächen auf deinen Knie nach oben zur Decke. Und erlaube deinen Augen zu schließen. Stell dir nun vor, wie du mit der Einatmung in deiner Wirbelsäule lang nach oben wächst, über deinen Nacken, deinen Hinterkopf zur Decke. Und mit der Ausatmung dein Becken schwer und breit in den Boden sinkt. Mit der Einatmung wachst nach oben für eine ganz viel Länge und Aufrichtung. Mit der Ausatmung verwurzel dich satt im Boden und lehn dich dabei ein kleines Stückchen zurück, so als würdest du dich an einen Baum, an eine Wand lehnen, etwas, was dir Halt gibt. Atme ein, zieh dein Kinn leicht zur Brust, verlänger so deinen Nacken. Mit der Ausatmung lass die Schultern weich und schwer an den Seiten nach unten zu den Beinen sinken. Entspann deine Finger, locker etwas deinen Kiefer, löst die Zahnreihen voneinander und legt die Lippen sanft aufeinander. Die Zunge sinkt nach unten weg von deinem Gaumen für einen freien Rachen. Und wenn du mit dem Ujjayi Atem vertraut bist, beginn gern mit dieser Atemtechnik. Lass dafür deinen Atem zu einem Meeresrauschen werden. Und sollte diese Technik nicht Teil deiner Praxis sein, richte hier einfach deine gesamte Aufmerksamkeit auf deinen Atem, lass ihn immer tiefer und länger werden. Entspann deine Gesichtszüge. Den Punkt zwischen deinen Augenbrauen, dein sogenanntes drittes Auge und den Bereich hinter deinen Augen. Beobachte das Lichtspiel hinter den geschlossenen Augenlidern. Und nimm wahr, wie dein Körper mit jeder Einatmung an Fülle und Weite gewinnt. Mit der Ausatmung komplett leer wird, alles loslässt. Mit jeder Einatmung Raum und Weite. Mit jeder Ausatmung lass los, werde leer. Und dann atme nochmal tief, tief ein durch die Nase. Lösend wieder aus durch den Mund. Wunderschön. Mit der nächsten Einatmung schwingen die Arme weit über die Seiten nach oben, ganz kraftvoll, ganz genüsslich. Mit der Ausatmung bring die Hände vor dein Herz ins Anjali Mudra. Schenke etwas den Blick und schenk dir liebevoll dein erstes Lächeln. Und öffne sanft deine Augen. Lass uns beginnen, lass uns schwitzen. Leg den Block oder die Decke beiseite. Wenn du Socken anhast, zieh dir deine Socken aus und dann finde in den Vierfüßlerstand. Finger weit aufgespreizt, Hände unter deinen Schultern, die Knie hüftschmal unter deinem Becken aufgestellt. Und für Katze Kuh komm nun mit der nächsten Einatmung in ein geführtes Hohlkreuz. Senk den Brustkorb leicht ab, fließ nach vorn, heb dein Herz. Mit der Ausatmung zieh den Punkt zwischen deinen Schulterblättern nach oben und werde so ganz rund Katzenbuckel. Sehr gut. Einatmen, roll nach vorn, ganz kontrolliert. Mit der Ausatmung werde rund. Schieb dich mit den Händen von der Matte weg. Genau. Noch zweimal so, atme ein, weiter. Und mit der Ausatmung werde rund, Katzenbocke. Allerletztes Mal, so atme ein, zieh dich über dein Herz nach vorn. Und mit der Ausatmung mach dich rund, lass den Kopf schwer hängen. Sehr schön. Mit der nächsten Einatmung findet zurück in den neutralen Vierfüßlerstand, rücken gerade, bring nun dein linkes Bein etwas weiter in die Mitte, nur minimal. Und streck dein rechtes Bein lang nach hinten aus, Zehen aufgestellt. Und dann press alle zehn Finger in die Matte hinein, schieb dich aus den Schultern heraus vom Boden weg, dreh die Oberarme leicht nach außen, Unterarme ziehen energetisch zueinander, und dein Bauch ist fest. Ganz viel Aktivität im Oberkörper. Gib die rechte Ferse kraftvoll nach hinten raus und verlängere so dein gesamtes rechtes Bein. Atme in die Dehnung deiner rechten Beinrückseite und behalte die Spannung im Oberkörper. Genau. Sehr schön. Letzter Atemzug hier. Und mit der nächsten Einatmung heb dein rechtes Bein vom Boden ab. Und streck den linken Arm lang nach vorne aus, ohne im Rücken einzusinken. Saug den Nabel ein. Atme ein, finde ganz viel Länge, zieh dich mit Arm und Bein auseinander. Ausatmen, bring Knie und Ellbogen unter dir zueinander, werde leicht rund. Atme ein, strecken, finde Länge, Bauch ist fest. Und mit der Ausatmung unter dir zueinander. Einatmen, strecken, lang machen. Ausatmen, werde leicht rund. Sehr gut. Einatmen, strecken und aus. Noch viermal so mit der Einatmung Länge, mit der Ausatmung kontrolliert zusammen. Die letzten drei Atme einzig auseinander. Ausatmen, Ellbogen und Knie zueinander. Die allerletzten zwei. Ein und aus. Letzte Runde so einatmen und aus. Werde rund. Atme ein, mach dich noch mal ganz lang. Und mit der Ausatmung bring Hand und Fuß zurück zur Matte. Rechtes Bein bleibt gestreckt. Und von hier aus schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. linker Fußspann auf der Matte. Genau, kleine Variante hier. Dann beug nun dein linkes Bein. Linke Ferse zieht Richtung Po, sodass beide Knie ungefähr nebeneinander ausgerichtet sind. Wenn du möchtest, wandere hier gern mit den Händen etwas näher zu dir ran. Es kann etwas angenehmer sein. Und mach dich bereit für unser intensives Waden-Warm-Up. Atme tief ein. Mit der Ausatmung heb die rechte Ferse von der Matte an, komm auf die Zehenspitzen, aktiviere den Bauchpo schiebt nach oben. Eine Ferse kontrolliert nach unten zur Matte. Aus, heb an auf die Zehenspitzen. Atme ein, senk ab. Und aus, heb an. Sehr gut. Ein Atmen zur Matte. Aus nach oben. Noch viermal so. Atme ein. Und aus. Senk ab. Und heb an. Die letzten zwei. Atme ein. Und aus auf die Zehenspitzen. Ein Ferse zur Matte und aus, heb an. Atme ein, bring die rechte Ferse zum Boden, streck dein linkes Bein und bring den linken Fuß bzw. die Zehen an die rechte Ferse. Genau. Und dann komm hier nochmal auf die rechten Zehenspitzen, heb die Ferse von der Matte an. Und mit der Ausatmung senk ab, schieb die Ferse kraftvoll in die Matte hinein, so dass sich die rechten Zehen leicht vom Boden lösen. Genau, kriege ganz viel Länge in deiner rechten Beinrückseite. Atme tief in die Dehnung hinein. Langsam löse auf, bring den linken Fuß neben den rechten zur Matte, herabschauender Hund. Locker dich etwas auf, schieb abwechselnd deine Fersen in die Matte hinein. Lauf etwas auf der Stelle. Nimm gern deinen gesamten Oberkörper in der Bewegung mit. Schau mal nach rechts, nach links. Bring Bewegung rein in diese Asana. Sehr schön. Dann komm langsam zum Stillstand. Mit der Einatmung hebt dein rechtes Bein langgestreckt nach oben, dreibeiniger Hund. Und ausatmen mach mit rechts einen großen Schritt nach vorn zwischen deine Hände. Linkes Knie, linker Fußrücken geerdet. Atme ein, zieh dich über dein Herz nach vorn. Mit der Ausatmung streck dein rechtes Bein für den halben Hanuman. Rechter Fuß geflext. Ein, finde Länge in deinem Rücken, rechte Hüfte zieht leicht zurück. Aus, beug dich mit dieser Länge aus der Hüfte heraus über dein vorderes gestrecktes Bein. Einatmen, nochmal lang machen über dein Herz nach vorn. Aus, sink tief. Einatmen, nochmal Länge. Und ausatmen, gib nach. Wunderschön. Mit der nächsten Einatmung beugt dein rechtes Bein, klappt die linken Zehen um und schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Adu muka svanasana. Einatmen, roll nach vorn in die Plank. Mit der Ausatmung bring die Knie zur Matte, Vierfüßlerstand. Sehr gut. Weiter auf der linken Seite. Bring dafür nun dein rechtes Bein etwas weiter in die Mitte, nur ein bisschen. Und streck dein linkes Bein lang nach hinten aus, Zehen aufgestellt. Presse auch hier wieder alle zehn Finger in die Matte hinein, besonders im Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger. Rotier die Oberarme leicht nach außen, Unterarme ziehen zueinander, Schultern schieben vom Boden weg und Bauch ist fest. Dein oberer Rücken wird nun leicht rund durch diese Aktivität. Schieb die linke Ferse kraftvoll nach hinten und von dir weg, ganz viel Länge in deinem linken Bein und halte die Spannung im Oberkörper. Sehr gut. Mit der nächsten Einatmung heb dein linkes Bein nach oben an, streck den rechten Arm nach vorne aus, zieh den Nabel nach innen, um dich einzusacken im Rücken, zieh dich mit Arm und Bein auseinander. Aus, bring Knie und Ellbogen unter dir zueinander, rund werden. Einatmen, strecken, ganz viel Länge, Bauch fest. Ausatmen, zusammen. Einatmen, strecken und ausatmen zueinander. Ein und aus. Sehr gut. Die letzten vier. Einatmen, lang machen. Ausatmen, werde leicht rund. Noch dreimal. Ein und aus. Die letzten zwei. Atme ein. Und aus, aller allerletztes Mal ein und aus, Knie und Ellbogen zueinander, atme ein, mach dich nochmal ganz lang, Nabel zieht nach innen, aus, bring die rechte Hand den linken Fuß zur Matte und schieb dich zurück in den herabschauenden Hund, rechter Fußspann bleibt am Boden, genau, na, dann beug auch hier dein rechtes Bein, rechte Ferse zieht zum Po, die Knie möglichst nebeneinander. Wenn du möchtest, wandere mit den Händen wieder etwas näher zu dir ran. Und atme tief ein, mach dich bereit. Aus, heb die linke Ferse vom Boden an, komm auf die Zehenspitzen. Einatmen, senk die Ferse wieder nach unten zur Matte ab. Aus, heb an, Bauch ist fest. Einatmen, absenken, ausheb an, einatmen und aus. Auf die Zehenspitzen, Spitzen noch viermal so, atme ein und aus, ein und aus. Schieb die Ferse nach oben, letzten zwei, atme ein, ausheb an, letztes Mal ein und aus. Sehr gut. Mit der Einatmung bring die Ferse zum Boden, streck dein rechtes Bein und bring die rechten Zehen an die linke Ferse. Einatmen, komm kurz auf die linken Zehenspitzen. Aus, schieb die linke Ferse in die Matte hinein und vielleicht heben sich die Zehen ein kleines Stückchen vom Boden ab. Schick deinen Atem in die Länge deines linken Schienbeins hinein, deine Wade. Atme tief in diese Dehnung hinein. Sehr schön. Dann löst langsam auf, bring den rechten Fuß neben den linken zur Matte in den herabschauenden Hund. Hände gern wieder etwas weiter nach vorn. Und auch hier schiebt die Fersen abwechselnd in die Matte. Walk the dog, locker so alles auf. Schau dabei gern nach rechts, nach links. Dreh den ganzen Oberkörper in der Bewegung mit. Wunderbar. Dann komm langsam zum Stillstand. Atme ein, heb dein linkes Bein langgestreckt nach oben. Und mit der Ausatmung mach mit links einen großen Schritt nach vorn zwischen deine Hände, rechtes Knie, rechter Fußrücken zur Matte. Ein, zieh dich über dein Herz nach vorn. Aus, streck dein linkes Bein für den halben Hanuman, linker Fuß geflext. Ein, zieh die linke Hüfte etwas zurück, finde Länge in deinem Rücken. Aus, beug dich aus der Hüfte heraus mit langem unteren Rücken über dein vorderes gestrecktes Bein. Ein, heb leicht den Blick. Aus, sink tief. Ein, nochmal lang machen. Aus, gib nach. Sehr schön. Mit der nächsten Einatmung beugt dein linkes Bein, klappt die rechten Zehen um und schieb dich in den herabschauenden Hund. Sehr gut. Dann atme hier einmal tief ein, komm auf die Zehenspitzen. Aus, schieb beide Fersen kraftvoll in den Boden hinein, Po schieb nach hinten und oben raus, Zehen heben sich leicht an, ganz viel Länge in deinen beiden Beinrückseiten, deine Wirbelsäule. Atme. Atme. Dann mit der nächsten Einatmung beugt die Knie, blick nach vorn. Aus, komm in kleinen Schritten an den Anfang deiner Matte. Füße hüftschmal auseinander. Einatmen, halbe vorbeuge, Ada Uttanasana. Ausatmen ganze, Knie gern gebeugt. Einatmen halbe. Und ausatmen ganze, Utanasana. Lass dich hängen. Mit der nächsten Einatmung schieb die Füße in die Matte, richte dich kontrolliert Wirbel für Wirbel nach oben auf. Roll die Schultern zurück, schwing die Arme weit über die Seiten nach oben. Und dann Achtung, greif dir mit der rechten Hand dein linkes Handgelenk und lehn dich weit rüber nach rechts. Side Stretch, linke Schulter geöffnet. Atme ein, komm zurück zur Mitte, mach dich nochmal ganz lang. Greif dir mit der linken Hand das rechte Handgelenk und lehn dich weit rüber nach links. Genau. Ein zurück zur Mitte, wachs nach oben, steißbein schiebt nach vorn. Ausatmen, bring die Hände über die Seite nach unten in Tadasana, Berghaltung. Handflächen schauen nach vorn. Sehr schön. Dann schieb hier die gesamte Fußsohle in die Matte hinein. Dein Steißbein schiebt nach vorn. Aktiviere den Bauch, Kopfkrone zieh dich lang nach oben, dein Herz ist ganz haben, dein Blick weich. Sehr schön, los geht's. Schwing dafür mit der Einatmung die Arme nach oben, Handflächen aneinander, lehn dich leicht zurück, Steißbein schiebt nach vorn. Ausatmen, tauch ab, ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe. Mit der Ausatmung tritt mit rechts zurück in den Low Lunge. Atme ein hier, halte den Atem, tritt in die Plank. Aus, senke über Knie, Brust und Kinn auf die Matte ab. Für die kleine Cobra, schieb Zehen und Schambein in die Matte hinein, roll die Schultern zurück, heb leicht dein Herznacken lang. Ausatmen, klapp die Zehen um herabschauender hund atme ein heb dein rechtes bein dreibeiniger hund aus tritt nach vorn zwischen deine hände low lunge atme ein heb dein herz halte den atem tritt mit links nach vorn ausatmen uttanasana ein schieb die füße in die matte richte dich nach oben auf schwing die arme zur decke aus, Hände vors Herz ins Anjali Mudra. Ein, schwing die Arme nach oben, lehn dich leicht zurück. Aus, tauch ab, ganze Vorbeuge. Ein, halbe. Aus, tritt mit links zurück, Low Lunch. Einatmen, Länge, halte den Atem. Tritt in die Plank. Und aus, senk über Knie, Brust und Kinn auf die Matte ab. Stirn zum Boden. Ein, roll die Schultern zurück für Baby Cobra, Aus, finde in den herabschauenden Hund. Einatmen, heb dein linkes Bein langgestreckt nach oben. Aus, tritt nach vorn, rechtes Knie zur Matte. Einatmen, finde Länge, halte den Atem, tritt mit rechts nach vorn. Aus, ganze Vorbeuge. Ein, schieb die Füße in die Matte, richte dich nach oben auf, lehn dich leicht zurück. Aus, Hände vors Herz, Anjali Mudra. Ein, schwing die Arme nach oben, leichte Rückbeuge. Aus, ganze Vorbeuge. Ein, halbe. Aus, tritt mit rechts zurück, Low Lunge. Ein, wachs über den Herz nach vorn, halte den Atem, tritt in die Plank. Aus, senke mir Knie, Brust und Kinn nach unten ab. Einatmen, kleine Kobra, langer Nacken. Aus, schieb dich in den herabschauenden Hund. Du weißt, was kommt. Einatmen, rechtes Bein heben. Aus, großer Schritt nach vorn in den Low Lunge. Ein Länge, tritt mit links nach vorn. Aus, Uchanasana. Ein, schieb dich mit den Füßen vom Boden weg, richte dich nach oben auf. Aus, Hände vors Herz. Letzte Runde, schwing die Arme nach oben, lehn dich zurück. Aus, Uttanasana. Ein, halbe Vorbeuge. Aus, tritt mit links zurück. Ein, Länge, halte, tritt in die Plank. Aus, senke über Knie, Brust und Kinn auf die Matte ab. Mit der Einatmung hebt für die kleine Kobra leicht den Oberkörper an. Aus, schieb dich in den herabschauenden Hund. Ein, hebt dein linkes Bein lang nach oben. Aus, tritt nach vorn, tiefer Ausfallschritt. Einatmen hier, tritt mit rechts nach vorn. Aus, sinkt tief, Utanasana. Ein, richte dich nach oben auf, leichte Rückbeuge. Ausatmen, bring die Hände vor dein Herz ins Anjali Mudra. Sehr schön. Schließe für einen Moment deine Augen. Spür nach. Beobachte dein Atem. Spür dein klopfendes Herz. Nimm wahr, welchen Effekt diese Reihe an Sonnengrüßen auf dein gesamtes System hatten. Öffne langsam deine Augen, bring die Hände zu den Seiten in Tadasana, die Füße enger aneinander, großen Zehen berühren sich und für Utkatasana, dem Stuhl, schwing mit der Einatmung die Hände über unten nach vorn, Au, setz dich tief, sehr schön, zieh die Schultern weit weg von den Ohren und den Nabel nach innen. Und dann setze dich hier noch mal ein kleines Stückchen tiefer für den Power Yoga Effekt. Sehr gut. Schieb die Knie aneinander und die Pobacken eher auseinander. Ganz breiten Popo machen. Und halte hier noch für einen Moment. Atme ein, finde noch mal Länge über die Fingerspitzen nach vorn. Aus, bring die Hände vor dein Herz. Ein, Länge über die Kopfkrone. Aus, dreh dich auf nach rechts, linker Ellbogen an rechter Knie, Außenseite für den Twist. Press die Handflächen kraftvoll aufeinander, dreh dich so noch weiter auf und achte darauf, dass dein linkes Knie dabei nicht nach vorn rutscht, sondern ziehst tendenziell etwas zurück. Genau. Und dann verlager nun ein Gewicht in den rechten Fuß und langsam löst den linken Fuß vom Boden ab. Halte hier für einen Moment, finde die Balance. Und dann bring den linken Fuß kontrolliert nach hinten zur Matte für den gedrehten Ausfallschritt. Sehr gut. Streck beide Arme nach oben und unten aus. Spann dich auf. Und dann zieh dich über die rechte Hand nach oben in den gedrehten Krieger. Sehr schön. Du solltest es jetzt auf jeden Fall schon in deinem rechten Oberschenkel spüren. Zieh dich mit der rechten und linken Hand auseinander und schieb die linke Ferse aktiv von dir weg. Genau. Mit der nächsten Einatmung streckt dein rechtes Bein, kommt zur Mitte, Arme nach oben zur Decke. Aus, rechtes Bein beugen, gedrehter Krieger. Einstrecken zur Mitte, aus nach rechts, einstrecken, aus, dreh dich auf, einatmen, strecken und aus. Sehr schön, atme ein, zieh dich über die linke Hand lang nach vorn und mit der Ausatmung lehn dich zurück, gedrehte Reverse Warrior, tief ein hier. Und mit der Ausatmung zieh dich über die linke Hand wieder lang nach vorn in den gedrehten Halbmond. Linke Hand zum Boden, rechter Arm zur Decke gestreckt. Und die linke Ferse schiebt von dir weg. Halte hier genau. Und dann versuch hier mal den rechten Oberarm und deinen linken hinteren Oberschenkel energetisch zueinander zu ziehen, um dir dadurch mehr Stabilität zu schaffen, dich ganz kompakt zu machen. Wunderbar. Bleib hier noch für einen Moment. Na, atme nochmal tief ein. Aus, bring die rechte Hand zurück zum Boden. Zieh dein linkes Bein gebeugt zu dir nach vorn. Und für unsere Breakdance-Pose, manche kennen sie vielleicht schon, greife dir mit der rechten Hand die linke Fußaußenseite. Bring die linke Hand etwas weiter nach außen. Beug dein rechtes Bein, versuch dein linkes Bein zu strecken, den linken Fuß in die Hand zu schieben und dann setz dich tief. Beug mehr dein rechtes Bein, rechter Arm geht an rechtem Knie vorbei und lehn dich in die linke Hand. Sehr gut, es ist vielleicht gerade alles ein bisschen viel auf einmal. Mach dir nichts daraus, wenn es nicht auf Anhieb klappt. Es ist nur ein Spiel mit der Balance. Dann finde langsam wieder zurück nach oben in die Ausgangsposition. Löse die Hand von deinem Fuß und dann richte dich nach oben auf in den Stand. Linkes Knie angezogen, Arme ziehen zur Decke. Tief ein hier, aus streck dein linkes Bein von dir weg und halte hier sehr schön. Finde die Balance und dann trag dein linkes Bein mit der Kraft deiner Körpermitte, deiner Bauchmuskeln. Das sollte eigentlich gar nicht so anstrengend sein für dein linkes Bein. Letzter Atemzug hier tief ein und ausatmen. Bring den linken Fuß zurück zur Matte, Arme zu den Seiten. Wunderbar. Schüttel hier gern deine Beine aus, vor allem dein rechtes Bein. Und dann bring die Füße wieder nebeneinander auf die Matte, Fersen aneinander, Zehen schauen nach außen und die Knie sind komplett gestreckt. Die Beine nun ausgedreht zu den Seiten. Dann schieb dein Steißbein nach vorn, aktiviere den Bauch, ganz viel Länge und Aufrichtung im Oberkörper. Und mit der Einatmung heb die Arme nach oben zur Decke und gleichzeitig dein linkes Bein kontrolliert nach oben. Nur so 45 Grad, Zehn schauen nach außen, Ferse schiebt nach vorn. Genau, ganz geführt von der Innenseite deines linken Beins. Kontrolliere hier mal dein rechtes Bein, Knie komplett gestreckt. Schieb dich mit der Ferse vom Boden weg und wenn du möchtest, kannst du den linken Fuß auch pointen, ohne aber das linke Bein nach innen einzudrehen. Und dann Achtung von hier aus, führe nun dein linkes Bein komplett gestreckt, langsam nach links zur Seite, ohne an Höhe zu verlieren. Öffne langsam die Hüfte und bring dein Bein so nach hinten, rechtes Knie leicht gebeugt, Arme nach unten gestreckt. Sehr gut finde ich hier eine Variante des Krieger 3. Wenn du möchtest, kannst du die Hände auch nach unten zur Matte bringen, um dich etwas abzustützen. Aber lass dein linkes Bein ganz lang und gestreckt. Sehr gut. Atme hier nochmal tief ein. Mit der Ausatmung beugt dein rechtes Bein tiefer, bringt kontrolliert den linken Fuß zurück zur Matte und findet direkt in den Krieger 2. Ganz anmutig und elegant. Vielleicht auch wackelig, es ist völlig okay. Sehr schön. Komm hier an, spann die Arme weit zu den Seiten auf. Dein rechtes Knie ist über dem rechten Fußgelenk ausgerichtet. Entspann deine Hände, deine Finger, verkrampf hier nicht in deinem Oberkörper, sondern bleib weich in den Armen. Lass dich von deinem stabilen Fundament, deinen Beinen tragen. Alles andere ist ganz locker, ganz leicht. Vielleicht brennt dein rechter Oberschenkel schon und du wünschst dir gerade einfach nur dein rechtes Bein für einen kurzen Moment zu strecken bei mir auch, keine Sorge. <laughs> Haltet durch, wir haben es fast geschafft. Letzter tiefer Atemzug. Mit der nächsten Einatmung sie dich über die rechte Hand lang nach vorn. Ausatmen, Reverse Warrior. Rechtes Knie bleibt über dem rechten Fußgelenk. Ein, dreh dich auf in der rechten Schulter. Und mit der Ausatmung komm mit Länge zurück, bring die rechte Hand zum Boden, linke Arm nach oben, zur Decke gestreckt. Halber Seitwinkel. Ich kämpfe genauso wie du. Halte durch. Jetzt nicht aufgeben. Atme nochmal tief ein. Und ausatmen, bring die rechte Hand nach unten zur Matte. Puh. streck dein rechtes Bein für eine Variante der Pyramide, rechte Hand, rechte Fuß Außenseite. Dann finde mit der Einatmung ganz viel Länge im Rücken, linke Ferse gehoben. Aus, beug dich mit geradem Rücken, von deinem Herzen geführt, über dein rechtes Bein. Ein, heb nochmal leicht deinen Blick. Aus, sink tief. Ganz dynamisch mit deinem Atem. Einatmen, heben. Aus, gib nach. Wunderschön. Mit der nächsten Einatmung beugt dein rechtes Bein und von hier aus richte dich nach oben auf in den Krieger 1 Variante. Finde mit der Einatmung Länge über die Fingerspitzen nach oben, lehn dich leicht zurück. Mit der Ausatmung schwing die Hände über unten nach hinten in Airplane Position, verlage dein Gewicht in deinen rechten Fuß, Mach mit links einen kleinen Schritt weiter nach vorn. Fingerspitzen ziehen aktiv zurück. Kopf lang nach vorn. Und dann heb ab und flieg in ein Krieger 3. Sehr schön. Finde deine Balance. Dreh den linken kleinen Zeh leicht nach innen ein. Schieb die linke Ferse aktiv von dir weg. Und die Finger ziehen dich nach hinten. Nabel saugt nach innen ein. Achtung, mit der nächsten Einatmung beug leicht dein rechtes Bein. Und mit der Ausatmung push dich nach oben. Bein strecken. Einatmen, beugen, ausstrecken. Noch zweimal. Atme ein und aus. Einbeugen, aus push dich nach oben. Sehr gut. Dann bring die Hände zum Boden, beug dein rechtes Bein und ziehst linke Knie zur rechten Bade. Streck nun das linke Bein zur rechten Seite, erde die linke Fußfläche, platziere die linke Hand unter deinem Gesicht stabil auf dem Boden und fürs Fallen Triangle bring den rechten Fuß über dein linkes Bein nach hinten auf die Matte in die Side Plank und streck den rechten Arm hoch zur Decke. Wenn du mehr willst, heb dein linkes Bein vom Boden ab und dann halt hier aus der Kraft deiner Körpermitte. Lass die Bauchmuskeln brennen. Sehr gut. Schieb dich mit der Hüfte vom Boden weg. Rechten Fingerspitzen ziehen lang nach oben. Halte hier. Fast geschafft. Tief ein und aus. Rechte Hand nach unten zur Matte in die Plank. Und mach von hier aus mit links einen großen Schritt nach vorn zwischen deine Hände. Achtung für den Pistol Squat! Noch mehr verrückte Asanas! Folgt nun dein rechtes Bein, zieh dein rechtes Knie zu dir nach vorn, Bauch ist fest, und dann versuch dein rechtes Bein nach vorn auszustrecken und setz dich tief, ohne mit dem Po auf den Boden zu kommen. Und dann flex den rechten Fuß, aktivier den Bauch, Herz ganz erhaben, und wenn du möchtest, löst die Hände vom Boden und streckt die Arme nach vorne aus. Halte hier, spiel mit der Balance! Und dann bring den Boot zur Matte und finde direkt in dein Boot nach Puh, ja, ich weiß, es hört nicht auf. Mit der Einatmung sinkt Beine und Oberkörper fast bis zum Boden ab. Aus, zieh dich zurück nach oben in dein Boot. Einatmen, sink ab. Aus, heb an. Ein, absenken. Aus, zieh dich nach oben. Ein und aus, die letzten vier Einatmen und aus, noch drei, wir haben es fast geschafft, alle letzten zwei und aus und letztes Mal auszieh dich nach oben, halte hier, streck kurz die Beine, halte, halte. Und ausatmen, löse auf. Geschafft. Stell die Füße auf, leg die Arme auf deinen Knien ab und bring die Stirn auf die Unterarme. Spür nach. Lass den Atem länger und ruhiger werden nach dieser intensiven Sequenz und schenk dir hier für einen Moment eine Pause. Dann richte dich wieder nach oben auf, greif in deine Kniekehlen und roll dich Wirbel für Wirbel nach unten auf die Matte ab. Leg nun die Hände unter dein Steißbein, Handrücken zeigen nach oben und streck die Beine zur Decke. Pointe die Füße, also Füße schön strecken. Knie auch möglichst gestreckt. Und dann versuch nun die Beine wieder nach außen zu drehen, sodass die Innenseiten deiner Oberschenkel und deine Fersen zu dir zeigen. So gut es geht. Als Kräftigungsübung für unseren Bauch und die Innenseiten der Beine machen wir nun eine Scherenbewegung mit unseren Beinen, mit der Betonung auf das Zusammenziehen der Beine nach innen. Und öffnen und schließen, öffnen und schließen. Dein unterer Rücken bleibt dabei am Boden, ganz wichtig. Und dann etwas schneller, immer mit der Betonung nach innen. Noch 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Zwei, eins und geschafft. Zieh die Knie zu dir ran, atme. Wackel etwas mit deinen Füßen, kreis deine Fußgelenke in die eine, in die andere Richtung, alles auflockern. Dann stell die Füße auf, dreh dich auf die linke Seite, streck den linken Arm nach vorn oder stütze dich mit dem Kopf auf der linken Hand ab. Rechte Hand vor dir auf der Matte, um dich hier abzustützen, und platziere den rechten Fuß vor deinem linken Bein auf dem Boden. Linkes Bein ist lang gestreckt, linker Fuß geflext. Eine letzte Übung für unsere linken Beininnenseiten. Atme dafür tief ein. Und mit der Ausatmung heb dein linkes Bein gestreckt vom Boden an. Einatmen, senken. Aus, heb an. Ein, gib nach. Aus, nach oben. Ein und aus. Die letzten vier. Noch drei. Allerletzten zwei, heb an. Und letztes Mal aus, Zieh nach oben. Halte hier. Wir pulsieren, ganz kleine Bewegung. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halte tief ein. Und mit der Ausatmung bewegt den linken Fuß im Halbkreis über hinten nach oben. ein zur Mitte. Aus über vorn nach oben, ein und aus, ein Mitte, aus über vorn nach oben, Mitte nach hinten, noch viermal so, noch drei Runden, letzten zwei, letzte Runde, nach hinten zur Mitte und löse auf. Geschafft! Puh. Solltest es jetzt auf jeden Fall in deiner linken Beininnenseite spüren. Und dann streck die Beine, dreh dich auf den Bauch, klapp die Zehen um und schieb dich von hier aus in den Vierfüßlerstand. Wir machen hier noch drei Übungen, bevor es dann weitergeht mit unserem Flow auf der linken Seite. Heb dafür dein rechtes Bein gebeugt nach oben an, rechter Fuß geflext, Ferse schaut zur Decke und dein Nabel zieht nach innen, um im Rücken nicht einzusacken. naht mir tief ein. Aus, schieb die rechte Ferse nach oben. Eins, häng gleich nach unten ab. Aus, push nach oben. Ein. Und aus. Ein, gib nach. Aus, push. Noch viermal. Aus. Die letzten drei. Push nach oben. Noch zwei. Letztes Mal. Ein. Und ausschiebt die Ferse nach oben und wir pulsieren auch hier auf. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und lös auf. sinkt dein rechtes Knie nach unten ab und mit der Ausatmung öffne dein rechtes Bein zur rechten Seite, ohne große Bewegung im Oberkörper. Einschließen, ausöffnen. Ein, senk nach unten ab. Aus, öffnen. Ein und aus. Die letzten vier. Noch drei. Und zwei. Allerletztes Mal ein und aus. Heb an, halte Bauch fest. Streck dein rechtes Bein zur Seite weg. Mit der Ausatmung bring dein rechtes Bein um die Seite nach hinten und zurück zur Matte. Mit der Einatmung fließt nach vorn, verhebt dein Herz. Mit der Ausatmung werde rund Katzenbucke. Atme ein, neutraler Vierfüßler, rücken gerade. Mit der Ausatmung schieb dich zurück auf deine Fersen in Vashrasana. schüttelt was deine Hände aus, deine Arme. Kreis deine Handgelenke. Kleine Pause hier. <laughs> Lock alles auf. Wenn du soweit bist, bring die Hände wieder vor dich auf die Matte. Klapp die Zehen um. Und finde in die Plank. Für die Unterarmplank bring nun ein Unterarm nach dem anderen zum Boden. Und mit der Einatmung hebt dein rechtes Bein leicht vom Boden an. Aus, zieh dein rechtes Knie vor zum rechten Oberarm, einatmen, strecken, aus, senk den Fuß zur Matte ab, ein linkes Bein heben, aus, linkes Knie zum linken Oberarm, einstrecken, aus, senk ab, sehr gut, atme ein, rechts heben, aus, zum rechten Oberarm, einstrecken, aus, zur Matte, ein, links, zum Oberarm, strecken, absenken. Noch zweimal auf der rechten Seite. Auf der linken Seite. Letzte Runde so: rechts heben, anziehen, strecken, absenken, links heben, zum linken Oberarm strecken, zur Matte. Sehr gut. Bring die Knie zum Boden und schieb dich in die Child's Pause. Spür nach. Atme tief. Denk dir diesen Moment ganz für dich. Sammel hier neue Kraft und Energie. Und mach dich bereit für die zweite Hälfte unseres Power Yoga Workouts. Gleiches Spiel, alles auf links. Vielleicht denkst du dir gerade auch, dass du eigentlich schon ready fürs Shavasana bist. Aber es ziehen wir jetzt noch durch. Es geht schneller vorbei, als du denkst. Und am Ende gönnen wir uns dann was. Nimm mir noch einen tiefen Atemzug. Mit der nächsten Einatmung roll dich nach oben auf in den Vierfüßlerstand. Klapp die Zehen um und schieb dich in den herabschauenden Hund. Sehr gut. Atme tief ein, fließ nach vorn in die Plank. Und mit der Ausatmung dein Vinyasa, halbes oder ganzes Chaturanga. Einatmen deine Rückbeuge. Und ausatmen, herabschauender Hund. Sehr schön. Dann atme ein, beugt die Knie, Blick nach vorn. Aus, tritt oder spring an den Anfang deiner Matte, großen Zehen aneinander. Einatmen halbe Vorbeuge. Aus ganze Uttanasana. Für den Stuhl beugt die Knie, schwingt mit der Einatmung die Arme wo unten nach vorn. Aus dich tief, genau. Auch wenn wir jetzt schon einen anstrengenden Part hinter uns haben, setze dich hier nochmal ein Stückchen tiefer. Schließlich Power Yoga. Wir schaffen das. Binde mit der Einatmung Länge in den Fingerspitzen. Aus, bring deine Hände vor deinem Herzen aneinander. Ein, wachse in deiner Wirbelsäule. Aus, dreh dich auf nach links, rechter Ellenbogen an linker Knie außenseite, komm in den Twist. Zieh dein rechtes Knie leicht zurück, presst die Harnflächen kraftvoll aufeinander und dreh dich so noch mehr auf. Genau. Von hier aus verlager nun ein Gewicht, kontrolliert in den linken Fuß. Löst den rechten Fuß vom Boden und ganz langsam mach mit rechts einen großen Schritt zurück in den gedrehten Ausfallschritt. Sehr gut. Schieb die rechte Ferse aktiv zurück, spann die Arme nach oben und unten auf. Ganz viel weiter im Oberkörper. Dann zieh dich über die linke Hand nach oben in den gedrehten Krieger, linkes Knie über linkem Fußgelenk ausgerichtet. Die rechte Ferse schiebt aktiv von dir weg. Halte hier. Sehr schön. Letzter Atemzug. Mit der nächsten Einatmung streck dein linkes Bein, komm zur Mitte, heb die Arme lang nach oben zur Decke, Krieger 1 Variante. Aus, dreh dich auf nach links in den gedrehten Krieger. Sehr gut, atme ein, zur Mitte, linkes Bein gestreckt. Und ausatmen, dreh dich auf. Noch zweimal so, atme ein und aus. Letzte Runde, so einatmen, Mitte und ausatmen, dreh dich auf nach links, wunderbar, mit deiner nächsten Einatmung zieh dich über die rechte Hand weit nach vorn, aus, lehn dich zurück, gedrehter Reverse Warrior, einatmen hier, öffne die rechte Schulter, aus, komm mit Länge zurück, rechte Hand zur Matte und fließ in den gedrehten Halbmond. Linke Hand zieht nach oben zur Decke und die rechte Ferse schiebt weiterhin aktiv von dir weg. Halte die Balance. Auch hier stell dir vor, dass die linke Schulter und dein rechtes Oberschenkel energetisch zueinander ziehen. Macht dich kompakt und verschafft dir so mehr Stabilität. Letzter Atemzug. Naht mir nochmal tief ein, zieh dich über die linken Fingerspitzen lang nach oben. Aus, bring die linke Hand zurück zur Matte, beuget etwas das linke Bein und zieh das rechte Knie zu dir nach vorn. Für unsere Breakdance-Pose greift dir nun mit der linken Hand die rechte Fußaußenkante. Rechte Hand wandert etwas weiter nach außen, um dich abzustützen. Beug etwas dein linkes Knie. Und streck mehr und mehr dein rechtes Bein, finde hier deinen Weg in die Hocke, in deine Breakdance-Pause. Wenn es für dich gerade einfach nur ein Kuddelmuddel mit den Beinen ist, alles gut, trinken, schluck. <laughs> Alle, die mit mir in der Breakdance-Pause sind, finden langsam wieder zurück. Streck dein linkes Bein, beugst rechte Bein, löst die linke Hand von deinem Fuß. Und dann richte dich von hier aus nach oben auf in den Stand. Rechtes Knie bleibt gebeugt und angezogen. Streck die Arme nach oben zur Decke. Und mit der Ausatmung streck dein rechtes Bein nach vorn und von dir weg. Sehr schön, halte hier. Lass die Bauchmuskeln arbeiten und dein rechtes Bein tragen. Dein Bein ist ganz leicht. atme hier noch mal tief ein, zieh dich über die Fingerspitzen nach oben. Aus, senk dein rechtes Bein zum Boden ab und bring die Arme über die Seiten nach unten. Puh. Schüttel hier deine Beine aus, locke alles auf, deine Füße. Atme einmal tief durch. Und für unsere nun ausgedrehte Balancehaltung bring wieder die Fersen aneinander, Zehen schauen leicht nach außen, so weit wie es sich für dich gut anfühlt. Die Knie sollten auf jeden Fall unbedingt in dieselbe Richtung wie die Zehen schauen. Ganz wichtig, schieb dein Steißbein nach vorn, Knie komplett gestreckt, Herz erhaben, atme tief ein, schwing die Arme über die Seiten nach oben und heb gleichzeitig dein linkes Bein. Kontrolliert um 45 Grad an, geführt von der linken Ferse, die nach vorn schiebt, den Fuß geflext. Es muss gar nicht so hoch sein, sondern dreh wirklich die Ferse nach vorn und oben und die Zehen zu den Seiten. Rechtes Knie bleibt gestreckt und dann halte hier. Dreh die Innenseite des linken Oberschenkels weiter nach vorn und trag mit den Bauchmuskeln dein linkes Bein. Wenn du möchtest, point den linken Fuß. Verlänger so dein linkes Bein ganz weit nach vorn über deine Zehen hinaus. Halte hier sehr schön. Atme nochmal tief ein. Und mit der Ausatmung für kontrolliert dein linkes Bein, ausgedreht mit der Ferse nach vorn, über links nach hinten. Öffne die Hüfte, lehn dich leicht nach vorn, beuge etwas dein rechtes Knie. Und finde es so in eine ausgedrehte Variante vom Krieger 3. Dein linkes Knie schaut nach links, dein Bein komplett gestreckt, bis in die Zehenspitzen. Wenn du möchtest, bring gern die Hände zur Matte, um dich abzustützen. Und atme hier ganz ruhig und gleichmäßig. Finde Leichtigkeit und Eleganz in dieser Haltung und lass dich von kleinen Wacklern nicht irritieren. Dann kontrolliert, beugt dein rechtes Bein tiefer, bring den Fuß langsam nach hinten zur Matte und finde auf direktem Weg in dein Krieger 2. Sehr schön. Spann die Arme weit nach vorn und hinten auf und setz dich tief. Wunderschön. Schieb die linke Fußaußenkante aktiv in die Matte hinein. Dein rechtes Knie ist über dem rechten Fußgelenk ausgerichtet. Und dann werde weich in deinem Oberkörper. Locker deine Schultern, deine Arme, Handgelenke und Finger. Versuche hier nicht zu verkrampfen. Dein Fundament, deine Beine und Füße tragen dich, sind stabil. Und dein Oberkörper ist ganz leicht und frei. Dein Blick geht sanft über die rechten Fingerspitzen nach vorn. Sehr, sehr schön. Halte hier noch für einen Moment. Lass den Oberschenkel brennen. Mit der Einatmung ziehe dich nun über die rechte Hand lang nach vorn. Aus, lehn dich zurück für den Reverse Warrior, friedvoller Krieger. Öffne die rechte Schulter tief ein. Aus. Komm mit ganz viel Länge nach vorn für den halben Seitwinkel. Rechte Hand zur Matte und streck den linken Arm nach oben zur Decke. Schieb mit dem rechten Trizeps das rechte Knie leicht nach außen und spann dich auf in deinem Oberkörper, deinem Brust und Herzraum. Dein Blick geht nach oben, zur linken Hand oder zur Matte, so wie es für dich angenehm ist. Halte. Atme ein, zieh dich über die linken Fingerspitzen nochmal lang nach oben. Aus, bring die linke Hand zur Matte, dreh das Bein nach vorn, beide Beine gestreckt, linke Ferse gehoben. Und für eine Variante der Pyramide, finde mit der Einatmung ganz viel Länge in deinem Rücken. Heb dein Herz. Und mit der Ausatmung beug dich aus der Hüfte heraus nach vorn über dein rechtes Bein. Ein, heb nochmal leicht den Blick, rechte Hüfte zieht leicht zurück. Aus, sink tief. Einatmen, langer Rücken. Aus, gib nach. Wunderschön. Atme tief in die Dehnung deiner rechten Beinrückseite hinein. Genieß diese kleine Pause. An Achtung mit der nächsten Einatmung beug dein rechtes Bein und richte dich nach oben auf in den Krieger 1 Variante. Atme tief ein, heb dein Herz, lehn dich leicht zurück. Aus, schwing die Arme unten nach hinten, verlage dein Gewicht in den rechten Fuß, Kopf zieht lang nach vorn, mach mit links einen kleinen Schritt näher ran, Fingerspitzen ziehen zurück und dann heb ab und flieg in dein Krieger 3. Sehr gut. Nabel zieht nach innen, um deinen unteren Rücken zu schützen. Kopfkrone Sie dich lang nach vorn und dein linker Fuß nach hinten und von dir weg. Genau. Halt dir noch für einen Moment spielen mit der Balance. Und mit der Einatmung beugt leicht dein rechtes Bein. Mit der Ausatmung push dich zurück nach oben in den Krieger 3. Sehr gut. Einatmen, beugen. Ausatmen, strecken, noch zweimal. Einbeugen, auspush. Letztes Mal einatmen, beugen, auspush. Dann bring die Hände zur Matte, beug dein rechtes Bein, zieh dein linkes Knie vor zur rechten Bade und fürs Fallen Triangle streck dein linkes Bein, erde die linke Fußfläche am Boden. Und bring dein rechtes Bein übers linke nach hinten zur Matte in die Side Plank. Streck den linken Arm hoch zur Decke. Und wenn du mehr willst, heb dein linkes Bein vom Boden an. Halte hier aus der Kraft deiner Körpermitte deine Bauchmuskeln und schieb die Hüfte nach oben vom Boden weg. Genau. Bleib hier noch für zwei Atemzüge. Atme tief ein. Aus, bring die rechte Hand zur Matte und mach mit links einen großen Schritt nach vorn zwischen deine Hände. Achtung für Pistol Squat auf dieser Seite. Zieh nun dein rechtes Knie zu dir nach vorn. Beuge etwas dein linkes Knie und streck dein rechtes Bein nach vorne durch. Legst den rechten Fuß, setzt dich in die Hocke, aktivier deine Bauchmuskeln und wenn du möchtest, streck auch die Arme nach vorn und von dir weg. Herz ist ganz haben, um besser die Balance zu halten. Dann halte dich hier, tief ein und aus. Und dann bring den Po zum Boden. Und finde direkt in Navasana, dein Boot. Wunderbar, es wird wieder knackiger. Mit der nächsten Einatmung senk Oberkörper und Beine fast bis zum Boden ab. Streck die Arme lang nach hinten über den Kopf. Und Achtung, mit der Ausatmung bring den linken Ellbogen und dein rechtes Knie zueinander. Twist. Einatmen, werde lang. Streck die Arme nach hinten über deinen Kopf. Aus rechter Ellbogen zum linken Knie. Twist nach links. Einatmen, strecken. Aus nach rechts. Einatmen, strecken. Und aus nach links. Ein ganz viel Länge. Aus rechts. Ein und aus links. Einatmen, strecken. Aus rechts. Ein und aus links noch viermal. Ein und aus. Ein und links. Ein Länge aus rechts. Ein Länge und links. Ein Länge und aus rechts. Ein und links. Ein. Letztes Mal rechts. Ein. Und links. Ein nochmal lang machen. Aus, leg ab. Puh. Atme tief ein. Und lange durch den Mund wieder aus. Sehr schön. Und dann stell die Füße auf, zieh die Knie zu dir heran. Atme. Wir haben noch ein paar Übungen für unsere Beininnenseiten offen. Unseren Po und die allerletzte Plank. Und dann sind wir wirklich auf der Zielgeraden zur Schlussentspannung. Das ziehen wir jetzt noch durch. Bring die Arme im 90-Grad-Winkel seitlich neben dich zum Boden. Streck die Beine zur Decke, Knie komplett gestreckt. Dreh die Beine wieder nach außen. Atme ein, öffne die Beine zu den Seiten in eine Kratsche. Aus, zieh die Beine wieder zueinander. Ein öffnen, ausschließen. Ein zu den Seiten und aus. Ein und aus. Ein und zueinander. Lass die beiden Innenseiten hier arbeiten. Der Impuls liegt wirklich auf das Zusammenziehen. Atme ein, öffnen und aus. Ein und aus. Ein. Und aus. Ein. Und aus. Noch fünf. Die letzten vier. Noch drei. Und aus. Die letzten zwei. Allerletztes Mal öffnen und schließen. Geschafft. Zieh die Knie zu dir ran. Wiege etwas deine Füße. locke alles auf. Atme. Du möchtest kreis sanft über deinen unteren Rücken als kleine Massage. Ganz genüsslich. Dann stell die Füße wieder auf, dreh dich auf die rechte Seite und streck den rechten Arm lang nach vorn, über den Kopf. Kannst den rechten Arm auch beugen und dich mit dem Kopf auf der rechten Hand abstützen. Bring die linke Hand vor dich und deinen linken Fuß vor dein rechtes Bein. mir ein hier. Aus, heb dein rechtes Bein nach oben an. Ein, absenken. Aus, heb an. Ein. Und aus. Ein. Und nach oben die letzten vier. Ein und aus. Noch drei. Die letzten zwei. Allerletztes Mal hat mir ein und aus nach oben. In Achtung, wir pulsieren mit der Betonung nach oben auf. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halte, atme ein, aus. bring den rechten Fuß in einem Halbkreis über hinten nach oben. Ein Mitte, aus nach vorn. Ein Mitte, aus nach hinten. Mitte, nach vorn. Mitte, nach hinten. Mitte, nach vorn. Noch vier Runden so. Noch drei. Die letzten zwei. Letztes Mal so nach hinten, zur Mitte, nach vorn, Mitte, aus, leg ab. Sehr gut. Komm in Bauchlage. Und von hier aus schieb dich zurück in den Vierfüßlerstand. Wunderbar. Wir machen noch was für unseren Po. Ein linkes Bein heben, Knie gebeugt. Flex den rechten Fuß und lass die Hüfte dabei geschlossen. Dann atme ein. Mit der Ausatmung schieb die rechte Ferse kraftvoll nach oben. Ein, senk etwas ab. Aus, Push. Einatmen und aus. Ein und aus. Aus. Noch vier. Noch dreimal so. Push nach oben. Die letzten zwei. Ein letztes Mal und lass uns pulsieren. Kleine Bewegung auf acht, sieben, sechs, fünf, vier. Drei. Zwei. Eins. Und gib nach. Senk dein Bein nach unten ab. Aus, öffne dein linkes Bein zur linken Seite. Oberkörper bleibt stabil. Atme ein, schließen. Ausatmen, öffnen. Ein und aus. Einatmen, schließen und öffnen. Noch vier. Noch drei, bleib stabil im Oberkörper. Letzten zwei, fast geschafft. Allerletztes Mal öffne, halte, strecke dein linkes Bein Bauch fest und bring dein linkes Bein über hinten zurück zur Matte. Puh, sehr schön. Setz dich auf die Fersen, schüttel deine Hände aus, schwing die Arme über hinten nach vorn. Alles auflockern. Dann bring die Hände wieder vor dich auf die Matte und tritt ein allerletztes Mal in die Plank. Wir sind kurz vorm Ziel. Bring auch hier wieder die Unterarme zur Matte für die Unterarmplank. Und für unsere seitlichen Bauchmuskeln senkt mit der Ausatmung die Hüfte zur rechten Seite ab. Einatmen, kommt zurück zur Mitte. Aus nach links, ein Mitte. Aus rechts, ein Mitte, links, Mitte. Nach rechts und links, rechts und links. Noch drei, zwei, letzte Runde so, rechts und links und bring die Knie zur Matte. Haltung des Kindes. Spür nach. Lass den Atem wieder länger und tiefer werden. Und komm hier immer mehr zur Ruhe. Der anstrengende Part ist geschafft. Langsam richte dich wieder nach oben auf, in den Fersensitz. Und für unsere Rückbeuge, das Kamel, komm in den Kniestand, bring die Beine hüftschmal auseinander und schieb die Oberschenkel nach vorn. Bring hier Aktivität rein, zieh dein Steißbein nach unten, dein Schambein nach vorn, bring die Hände an deinen unteren Rücken, Ellbogen schau nach hinten, atme tief ein, wachse über die Kopfkrone nach oben mit der Ausatmung beug dich kontrolliert aus den Brustwirbeln heraus nach hinten, so weit wie es sich für dich gut anfühlt. Wenn du mehr willst und vertraut mit dieser Asana bist, bring gern eine Hand nach der anderen zu deinen Fersen, um dich so noch mehr in die Rückbeuge zu lehnen. Dein Steißbein schiebt weiterhin nach unten, dein Schambein nach vorn, dein unterer Rücken ist ganz lang. Genieß die Dehnung in deiner gesamten Körpervorderseite, deinen Schultern und Armen, die Weide in deinem Brustkorb. Atme tief ein und ausatmen. Bring den Po kontrolliert nach unten zu den Fersen, ganz geführt, löse auf. Sehr schön. Leg die Hände in deinem Schoß ineinander, schließe für einen Moment deine Augen, spür nach. Dann bring die Hände wieder vor dich zur Matte und finde in den herabschauenden Hund. Wir fließen nun durch unser allerletztes Vinyasa. Mit der Einatmung kommen wir auf die Zehenspitzen, roll Wirbel für Wirbel nach vorne in die Plank. Mit der Ausatmung dein Chaturanga. Ganz genüsslich Cobra oder Updog, tief ein, Länge in deinen Bauchmuskeln, Schultern zurück. Ausatmen, schieb dich in den herabschauenden Hund. Wunderschön. Mit der nächsten Einatmung heb dein rechtes Bein langgestreckt nach oben, Hüfte parallel. Austritt mit rechts nach vorn zwischen deine Hände in den Ausfallschritt, linkes Knie in der Luft. Dann wieg dich hier sanft vor und zurück, um deine Hüfte zu mobilisieren. Länge in deinen Beinen zu schaffen. Dein linkes Bein ist komplett gestreckt. Lass die Hüfte nach unten sinken. Dann bring das linke Knie nach unten zur Matte. Atme ein, schwing dich mit den Armen nach oben auf. Zieh die rechte Hüfte dabei etwas zurück. Aus, setz dich tief in den Low Lunge. Anjaneyasana. Gib nach, wunderschön. Mit der nächsten Einatmung finde Länge über die Fingerspitzen. Lehne dich leicht zurück. Aus, bring die Hände an deinen unteren Rücken. Finger zeigen nach oben und lehne dich hier noch mehr zurück aus deinen Brustwirbeln heraus in den Hüftöffner hinein. Rechtes Knie schiebt lang nach vorn, linke hintere Oberschenkelmuskel ist aktiv. Wenn du flexibel im Rücken bist, bring gern die Hände nach unten zur Matte, um dich so noch mehr aufzuspannen. Genau, ganz viel Weite in deinem Herzen. Egal in welcher Variante du nun bist, winkel nun den linken Arm an deinem Rücken an, Hand schaut nach oben, bring den rechten Arm über die Seite nach oben und greif mit der rechten Hand die linke Hand für eine intensive Trizepsdehnung. Vielleicht reicht es noch nicht ganz, dann greif dir gerne ein T-Shirt oder alles, was du greifen kannst, und geh hier so weit, wie du heute gehen möchtest. Atme. Dann löse langsam auf, bring vorsichtig die Hände nacheinander zur Matte, streck dein rechtes Bein ganz geführt und setz dich nach hinten auf die linke Ferse. Mit der Einatmung finde Länge und Aufrichtung in deiner Wirbelsäule. Mit der Ausatmung beug dich mit langem Rücken aus der Hüfte heraus über dein gestrecktes Bein. Einheb nochmal leicht dein Herz. Ausgieb nach. Atme tief in die Länge deiner rechten Beinrückseite hinein. Gib ab. Mit der nächsten Einatmung richte dich langsam wieder nach oben auf. Beug dein rechtes Bein, klapp die Zehen um und schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Wunderbar. Atme tief ein, heb dein linkes Bein lang gestreckt nach oben. Mit der Ausatmung tritt mit links nach vorn zwischen deine Hände, rechtes Knie in der Luft. Und dann wieg dich auch hier sanft vor und zurück. Lass dein rechtes Bein dabei lang und gestreckt und die Hüfte schwer nach unten sinken. Und dein Herz zieht dich ganz lang nach vorn. Dann bring dein rechtes Knie langsam nach unten zur Matte, rechter Fußrücken geerdet. Atme ein, schwing dich mit den Armen nach oben auf, linke Hüfte zieht etwas zurück. Aussetz dich tief, sehr schön, Low Lunge. Auch hier bring die Hände an den unteren Rücken für unsere Rückbeuge, Fingerspitzen zeigen nach oben, Ellbogen nach hinten. Lehn dich aus den Brustwirbeln heraus, nach hinten. Wenn du möchtest, bring gerne die Finger nach unten zur Matte. Schieb dein linkes Knie weit nach vorn. Aktiviere den rechten Oberschenkel, um dir Länge im unteren Rücken zu schaffen. Und atme. Wunderschön. Wir gehen ein Stückchen weiter für unsere Trizepsdehnung. Beug den rechten Arm. Finger schauen in Richtung deiner Schulterblätter und greif dir mit der linken Hand über oben deine rechten Fingerspitzen. Vielleicht dein T-Shirt, vielleicht sogar die rechte Hand, so weit, wie es sich für dich hier gut anfühlt. Schau hier am besten gar nicht auf mich, ich mache hier nämlich versehentlich die falsche Seite. Sei also ganz bei dir. Dann löse langsam auf, bring vorsichtig eine Hand nach der anderen zur Matte, streck dein linkes Bein für die halbe sitzende Vorbeuge, setz dich nach hinten auf die rechte Ferse und flex den linken Fuß. Atme ein, finde Länge im Oberkörper, Herz zieh dich lang nach vorn, ausbeug dich mit langem Rücken über dein vorderes gestrecktes Bein. Ein, heb nochmal leicht den Blick. ausgib Mit der nächsten Einatmung richte dich langsam wieder auf, beug dein linkes Bein und komm nach vorn. Und Achtung, wandern nun den linken Fuß an die Außenseite der linken Hand und tritt mit dem rechten Fuß nach vorn dazu in Malassana, Yogi Squat. Sehr schön. Atme ein, heb dich ein Stückchen höher, verlänger deinen Rücken. Aus, gib nach, setz dich tief. Schieb mit den Ellbogen die Knie zu den Seiten weg, während dich deine Kopfkrone lang nach oben zur Decke zieht. Ganz langer Rücken hier. Atme ein, verlängere dich nochmal. Aus, bring die rechte Hand vor dich zur Matte und streck den linken Arm diagonal nach oben in den Easy Twist. Ein hier. Aus, komm zurück zur Mitte. Ein, wachs nach oben, Länge, aus, linke Hand zum Boden, rechte Hand zieht diagonal zur Decke. Ein, hier, aus, zurück zur Mitte. Ein, mach dich nochmal ganz lang. Mit der Ausatmung streck beide Arme nach vorn und bring den Po kontrolliert zur Matte. Komm ins Sitzen einen weiteren Twist, den Drehsitz, bring den rechten Fuß nun an die Außenseite des linken Beins, leg den linken Arm um dein linkes Knie, atme ein, streck den rechten Arm lang nach oben zur Decke, aus, dreh dich auf nach rechts, rechte Hand hinter dir aufgestellt, ein, zieh dich über die Kopfkrone nochmal lang nach oben, aus, dreh dich auf. Einatmen Länge, aus, komm in den Twist. Dann löse langsam wieder auf, dreh dich einmal in die andere Richtung als sanfte Gegenbewegung und finde zurück zur Mitte. Löse dein rechtes Bein und für die andere Seite bring nun den linken Fuß an die Außenseite des rechten Beins. Leg den rechten Arm um dein linkes Knie. Atme ein, finde Länge über den linken Arm nach oben. Aus, bring die linke Hand hinter dich zur Matte und dreh dich auf in den Twist. Mit der Einatmung verlängere deine Wirbelsäule. Mit der Ausatmung komm mehr in die Rotation. Ein Länge aus Easy Twist. Sehr schön. Letzter Atemzug hier. Dann langsam löse auf, dreh dich einmal sanft in die andere Richtung als Ausgleichsbewegung, um deine Wirbelsäule zu neutralisieren. Finde zurück zur Mitte, streck dein linkes Bein nach vorne aus. Und für die sitzende Grätsche, bring nun beide Beine weit auseinander, so weit, wie es sich für dich gut anfühlt und die Knie noch nach oben schauen können. Flex die Füße, atme ein, Wachs über deine Kopfkrone nach oben. Mit der Ausatmung wandere auf deinen Fingerspitzen aus deiner Hüfte mit langem unteren Rücken nach vorn bis zu deiner tiefsten Stelle, wo auch immer diese Stelle sein mag. Vielleicht auf deinen Unterarm, vielleicht liegt dein gesamter Oberkörper auf der Matte oder stützt sich weiter auf den Händen ab. Es ist völlig egal, es ist lediglich eine äußere Form. Dann lass dich hier tief sinken, gib nach, atme tief in die Dehnung deiner Beine hinein. Genieß diese Asana ganz für dich. Wunderschön. Letzter Atemzug. Und dann langsam löse auf, schieb dich zurück nach oben ins Sitzen, schließ vorsichtig deine Beine, schüttel alles auf, gut auflockern. Dann stell die Füße auf, greif in deine Kniekehlen und roll dich Wirbel für Wirbel nach unten auf die Matte ab. Für die Schulterbrücke stell die Füße hüftschmal auf, Fersen berühren fast deine Fingerspitzen und mit der nächsten Einatmung roll dein Becken Wirbel für Wirbel langsam nach oben auf. Ganz achtsam. Ruckel die Schultern etwas näher aneinander, verschränk die Finger unter deinem Rücken, schieb Arme und Hände in die Matte hinein, dein Brustbein zieht Richtung Kinn. Mit der Einatmung finde Länge über die Knie nach vorn. Mit der Ausatmung hebt dein Becken ein Stückchen höher. Ein, Knie zieh leicht nach vorn. Aus, heb etwas an. Noch drei Atemzüge hier, ganz für dich. Und dann löst langsam wieder die Verschränkung deiner Finger, ruckel die Schultern auseinander, komm auf die Zehenspitzen und roll dein Becken Wirbel für Wirbel nach unten auf die Matte ab. Zieh die Knie zu dir ran, umarm dich und schenk dir hier eine kleine Massage. Für den Schulterstand streck nun die Beine nach oben, hebt die Hüfte an, stützt dich mit den Händen an deinem Rücken ab und die Füße schieben nach oben. Verlängere deinen Nacken. Die Zunge sinkt nach unten weg von deinem Gaumen für einen freien Rachen. Atme hier tief. Bleib hier. Ganz in Stille. Für den Pflug Halasana streck nun die Beine lang nach hinten über deinen Kopf. Bring die Zehen zum Boden und schieb die Fersen nach hinten von dir weg. Lass den Nacken dabei ganz lang und entspannt und atme tief in diese intensive Dehnung deiner Beinrückseiten hinein. Beobachte dieses leicht kribbelige, kühle Gefühl in deinen Beinen. Durch Blutung, die aktiviert wird durch diese Haltung. Und dann komm langsam zurück, roll dich Wirbel für Wirbel zur Matte. Und für den Fisch streck die Beine lang nach vorn, von hier weg, bring die Handrücken unten deine Pobacken, verlängere mit der Einatmung deine Wirbelsäule, zieh dein Brustbein nach oben, schieb dich mit den Unterarmen vom Boden weg. Mein Kopf trägt dabei kaum Gewicht, maximal 10%, also ganz leicht. Atme tief ein, aus, löse auf. Zieh die Knie nochmal zu dir ran. Schenk dir nochmal eine ganz feste, ganz liebevolle Umarmung, Knie zur Nase, atme tief, tief ein. Halte den Atem, spann alles an und ausatmen, lass los, streck alle Viere von dir weg. Wenn du möchtest, die dir gern was Warmes über oder deck dich mit einer Decke zu, um dich auszukühlen, mach dir schön gemütlich. Dann atme nochmal tief ein und aus. Lass los. Gib alle Anspannung ab. in eine wohlverdiente Schlussentspannung dein Shavasana. Gib vollständig. Alles an Gewicht an den Boden ab. Entspann deine Gesichtszüge. Lass alles weich werden. Jeden einzelnen Muskel. Lass alles los. Entspann deine Zehen, deine gesamten Füße und Fußgelenke, deine Waden, dein Schienbein, Knie und Oberschenkel. Lass die Hüfte weich und schwer nach unten sinken. Dein Bauch ist weich. Hebt und senkt sich mit deinem Atem ganz ruhig und gleichmäßig, ohne dass du was dafür tun musst. Entspann deinen Brustkorb, deine Schultern. Ober- und Unterarme, deine Handgelenke und entspann jeden einzelnen Finger. Vom Daumen über den Zeige- und Mittelfinger, entspann den Ringfinger und den ganz kleinen Finger. Alles, in deinem Körper ist entspannt und ganz weich. Dein Hals, dein Kiefer, die Gesichtszüge und der Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Und dann beobachte, wie durch diesen Punkt zwischen deinen Augenbrauen, dein sogenanntes drittes Auge, ganz viel Licht und Wärme in dich hineinströmt, dich füllt, wärmt und umarmt. Und dann bleib hier noch für eine weitere Minute. Deinem Shawasana. Ich werde dich dann wieder aufwecken. Dann komm langsam wieder zurück. Beweg vorsichtig deine Finger und Zehen. Kreis deine Fuß- und Handgelenke. Streck dich und reckel dich, mach dich ganz lang. Dann stell die Füße auf, roll dich auf deine Lieblingsseite, mach dich nochmal ganz klein. Und wenn du soweit bist, komm langsam, gern mit geschlossenen Augen nach oben in den Schneidersitz, zieh die Sitzbeinhöcker nach hinten raus, um bequem und aufrecht zu sitzen. Atme tief ein, schwing die Arme weit über die Seite nach oben. Mit der Ausatmung bring die Hände vor dein Herz. Senke etwas den Blick und spüre in dich hinein. Beobachte, was sich in dir verändert hat wo nun Raum statt Enge herrscht in deinem Körper. Und wie es dir jetzt gerade geht. Und aus diesem Gefühl heraus setzt dir hier eine Intention, was du aus dieser Klasse mit in den Tag nehmen möchtest. Vielleicht ist es mehr Mut, mehr Vertrauen, Ehrlichkeit oder Leichtigkeit. Finde deine Intention. Und dann schenk dir ein Lächeln als Dankeschön dafür, dass du dir die Zeit für dich genommen hast, ganze 100 Minuten Power Yoga Workout durchgehalten hast. Und dann bring die Hände an den Punkt zwischen deine Augenbrauen für klare Gedanken, an deine Lippen für ehrliche Worte. Und vor dein Herz möge dein Herz dich stets leiten. Vielen Dank euch allen für diese wunderbare gemeinsame Klasse, fürs Mitmachen. Bis ganz bald wieder Namaste. Wenn dir das Yoga Workout gefallen hat, dann gib dem Video einen Daumen nach oben. Für mehr solcher intensiver Klassen und schreib unbedingt dein Feedback in die Kommentare. Vielen Dank dafür. Bis ganz bald auf der Matte. Mach's gut.